Hallo, liebe Kinder! Willkommen bei uns im Kindergottesdienst! Hallo und wir begrüßen euch ganz herzlich! Ja, letzte Woche haben Lucine und ich ja mit diesen Puppen euch ein kleines Theaterstück aufgeführt und ihr konntet was dabei gewinnen. Und zwar hatten wir euch gefragt, um welches Gleichnis es sich handelt. Und was meinst du, Lucine? Haben die Kinder das erraten? Ich glaube schon, oder? Ja, tatsächlich. Boah, es gab einige E-Mails, die angekommen sind bei uns im Gemeindebüro und das hat mich sehr gefreut. Und die richtige Antwort war, es handelte sich um das Gleichnis vom Schalksknecht oder vom unbarmherzigen Gläubiger. Und das findet ihr in Matthäus. Und das haben wirklich einige richtig beantwortet. Und die ersten drei haben auch schon ihre Gewinne bekommen. Und gewonnen haben die Amelie und die Lea und drei Jungs haben das zusammen gemacht, der Thomas, der Arthur und der Gustav. Also herzlichen Glückwunsch nochmal hier von uns. So, und jetzt können wir die Puppen aber auch wegtun. So. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Oh, jetzt singen wir. Oh, wie cool. Da freue ich mich schon drauf. Also Kinder, steht auf, stellt euch hin und los geht's. Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Starker Halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott. Felsenfest. Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Mein Gott, felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Starker Halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott. Keine Macht der Welt, ob Leben oder Tod, trennt mich von Jesu Liebe. Das war schon mal cool. Jetzt singen wir noch ein anderes Lied. Du bist mächtig, du bist heilig. Das wollen wir Gott jetzt zurufen. Du bist mächtig, du bist heilig, unbezwingbar in deiner Kraft auferstanden. Du bist Sieger, hast bekämpft den Tod mit Macht. Du bist mächtig. Zu.
kämpft, den Tod mit Macht. Das hat Spaß gemacht. Singen ist einfach total cool. Genau. Und weißt du, was wir jetzt machen, Patsy? Was denn? Wir spielen ein Spiel. Ah, das macht auch viel Spaß. Ja. Klasse. Und zwar, der Sascha hat was vorbereitet. Ja. Viel Spaß dabei, Kinder. Ja. Hallo, liebe Kinder. Ich freue mich, dass ich jetzt mit euch ein Spiel spielen darf. Und wer mich kennt, weiß natürlich schon, welches Spiel wir spielen. Feuer, Wasser, Eis. Ganz genau. Diesmal in der Wohnzimmerversion. Wir lassen uns da von Corona nicht aufhalten. Und zunächst müssen wir erstmal Platz im Wohnzimmer schaffen. Aber ich erkläre erstmal die Regeln. Ihr kennt das ja. Bei Feuer legt man sich auf den Boden. Bei Wasser geht man irgendwo drauf, damit man nicht ertrinkt. Und bei Eis muss man einfrieren. Und der Daniel hinter der Kamera, der wird die Begriffe reinrufen. Wir spielen das Spiel ungefähr 3 Minuten. Und ja, ich würde sagen, dann geht's los, sobald wir Platz im Wohnzimmer geschafft haben. So, und los geht's. Immer schön durch den Raum laufen. Sieht fast aus wie im Jugendraum hier. Feuer. Und weiterlaufen, weiterlaufen. Wasser. Haha. Und weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Eis. Und weiter. Feuer. Und weiterlaufen. Eis. Weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Feuer. Das spare ich mir direkt auf das Fitnesstraining. Wasser. Und weiter, weiter, weiter. Eis. Und weiter, 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 weiter. Wasser. Ah, komm schon ganz durcheinander. Weiter. Feuer. Ah. Wasser. Ah. Eis. Wie viel Zeit noch? Weiter, weiter, immer weiter. Nicht aufgeben jetzt. Feuer. Eis. Und Wasser. Ah, fast ertrunken. Und weiter, 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 weiter. Wasser. Und weiter, weiter, weiter. Wasser. Ah, jetzt quält er aber. Seid ihr schon ertrunken oder lebt? Eis. Und weiter, weiter, weiter. Feuer. Wann ist der Sturm Feuer. Endlich vorbei? Wasser. Nicht ertrinken, Kinder. Und Eis. Nicht einfrieren. Und Feuer. Wasser. Eis. Wasser. Feuer. Okay. Wasser. Oh Gott, Gott, Gott. Weiter, weiter, immer noch. Und ja, das hat Spaß gemacht. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin erstmal fertig. Ich hatte viel Spaß mit euch und wir sehen uns. Bis bald. Puh, das war anstrengend. Hast du mal einen Schluck Wasser? Ist ja irre. Aber das hat Spaß gemacht. Ja, es war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Ja, genau, so soll es ja eigentlich sein. Ja, wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht, Kinder. In den letzten beiden Gottesdiensten, Kigo-Gottesdiensten, haben wir uns über Vergebung unterhalten. Und wir haben einiges dazu gehört. Und auch heute möchten wir noch mal ein bisschen weitermachen an der Stelle. Und dazu sehen wir jetzt mal eine Szene, wo zwei Brüder ein Problem haben und wir schalten mal nach Hause zu Arthur und Thomas. Du schon wieder in meinem Handy.
egal. Verschwinde einfach. Mann, du regst mich voll auf. Oh, Patti, war das gerade nicht voll die blöde Situation? Ja, allerdings. Arthurs Handy wurde einfach so genommen von Thomas. Ja. Boah, ich glaub nicht, aber wenn meine Schwester mir mein Handy wegnehmen würde, ich glaube, ich wäre... Boah, das wäre nicht so cool. Nee, oder? Das würde mich auch wirklich sehr, sehr ärgern. Und wie oft haben wir solche Situationen, wo wir sagen, boah, das verzeih ich dem einfach nicht. Ja. Oder der, die hat mich jetzt so verärgert, das mache ich nie wieder. Ich will mit der Person nichts mehr zu tun haben. Ja. Ja, aber wenn wir so in die Bibel gucken, wir sind das stimmt. Christen, ne? Also Jesus fordert uns ja schon auf, zu vergeben. Das stimmt. Also ich bin mal so gespannt, wie es weitergeht zwischen den beiden. Schauen wir mal. Ja. Mal sehen. Mama, es reicht mir. Thomas benutzt immer wieder mein Handy. Ich habe ihm gesagt, er soll das nicht machen. Aber der hört ja nicht auf mich. Und dann sagt er, ja, Entschuldigung, aber das geht doch gar nicht mehr. Der macht denselben Fehler immer wieder. Ich habe ihn schon so oft vergeben. Wie oft soll ich ihm denn noch vergeben? Ja, also ich kann verstehen, dass das schwierig ist. Thomas hat noch kein Handy und das wiederholt sich immer wieder. Aber Jesus sagt uns in der Bibel, dass wir 70 mal 7 vergeben sollen. Er hat das in Matthäus 18, 22 für Petrus erklärt und ja, das ist nicht einfach. Boah, 70 mal 7, das sind 490 Mal. Das ist ziemlich viel. Aber so oft, wie der mich schon geärgert hat, ich habe ihm doch mindestens schon so viel vergeben. Ja, aber der Sinn dieser Zahlen ist jetzt nicht genau die Menge 490 zu vergeben, sondern ewig, immer, immer, immer und immer wieder zu vergeben. Jeder verdient es. Und auch nicht mal, wenn das dein Bruder war oder wenn das ein Freund ist. Jesus möchte, dass wir immer wieder vergeben. Das ist ja sehr hart, Arthur. Ich weiß es. Auch für mich ist das schwierig. Aber Gott hilft uns dabei. Denk mal nach. Vielleicht brauchen wir auch manchmal die Vergebung. Und es wird auch nicht erwünscht. Aber Gott hilft uns dabei. Ja, da hast du recht. Ich will öfters vergeben. Danke. Oh, Patti, wie krass. 7 mal 70 Mal sollten wir uns vergeben. Ja. Ist das nicht viel? Ich meine, das ist doch... Oh. Ja, so viele Male. Und es ist ja noch nicht mal so gemeint, ne? Es ist ja nicht diese 490 Mal sind damit gemeint, sondern wir sollen wirklich unendlich viele Male vergeben. Boah. Gott fordert uns dazu auf, weil er uns auch genauso das oft stimmt. vergibt. Und auch das ist ja dann in der ganzen Situation einfach was richtig Beruhigendes, dass nicht nur wir dem anderen so oft vergeben sollen, sondern dass Gott sagt, genauso oft vergebe ich euch auch. Genau. Und ich finde, das ist so eine coole Zusage. Und Gott möchte eben, dass wir uns, weil er uns so behandelt, dass wir auch die anderen so behandeln. Genau. Und dass wir hier, er reicht uns die Hand und dass wir auch einander die Hand reichen sollen. Ja. Und das ist einfach cool. Ach, ich bin immer wieder total begeistert von Gott. Es ist wirklich richtig klasse. Und wir werden jetzt noch eine Bastelanregung haben. Und zwar hat die Lydia was für uns vorbereitet. Und da geht es auch um Hände, die sich reichen. Viel Spaß! Wenn man sich nach einem Streit verträgt, dann reicht man sich die Hand. Also basteln wir uns heute eine Hand als Wand oder als Türbild. Dafür brauchst du Tonpappe, buntes Papier, einen Teller so groß wie deine Hand, Schere, Kleber, Bleistift und ein Band. Und du beginnst mit der Tonpappe und zeichnest die Umrisse des Tellers auf. Einmal auf die eine und auf die andere Pappe. Dann legst du deine Hand in den einen Kreis und zeichnest die Umrisse hinein. Anschließend schneidest du beide Kreise aus und auch deine Hand und achte mal darauf, dass du sie ordentlich ausschneidest, weil du brauchst dann beide Teile. Du erhältst am Ende einen Kreis und einen zerschnittenen Kreis, wo du deine Hand ausgeschnitten hast. Du nimmst also deine Hand und streichst die da mit Kleber ein, wo die Bleistiftlinie ist und klebst die auf den runden Kreis. Auf die Rückseite klebst du das andere Stück, ebenfalls da, wo du die Bleistiftlinie siehst,
die klebst du fest und da klebst du auch dein Band zwischen. Genau, achte jetzt mal darauf, dass alles schön festklebt, die Vorderseite und die Rückseite. Und hiermit hast du deine Vorlage. Und du kannst alle möglichen Farben verwenden, du kannst auch bedrucktes Papier verwenden, was du dann später siehst. Nun nehme ich das bunte Papier und schneide 3 lange Streifen aus, so lang wie ich meinen Zeigefinger und meinen Daumen spannen kann. Dann schneide ich die noch einmal in der Mitte durch und lege so einen Stern. Ich klebe die einen Enden fest und dann lege ich die anderen Enden ebenfalls zur Mitte und klebe sie fest. Und ich achte darauf, dass ich meine Blüten jetzt nicht platt drücke. Dann schneide ich aus einem Karton ebenfalls noch die Mitte aus, die Blumenmitte, und klebe sie da ebenfalls fest. Dann ist mir aufgefallen, dass die eine Blume doch ein bisschen wenig ist und mache das gleiche mit orangenem und rotem Papier. Ich schneide ebenfalls 6 kleine Streifchen aus, klebe die an der einen Seite fest und dann klebe ich die andere Seite drauf, mache 2-mal die Blumenmitte und schon entsteht mein wunderschönes erstes Wandbild, was ich aufhängen kann, was ich aber auch gut verschenken kann. Hier siehst du ein zweites Wandbild, da habe ich lila Tonpappe verwendet und bedrucktes Papier und die Blumenmitte habe ich mit bunten Steinchen verschönert. Und hier siehst du nochmal eine dritte Variante und zwar mit Herzchen, die gehen immer. Ich zeige dir, wie ich die Herzchen gemacht habe und zwar einmal freihand ausgeschnitten und dann in einen runden Bleistift gedreht. Dann habe ich die Rückseite einmal mit Kleber bestrichen und angeklebt, so dass die Enden dann abstehen. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie du so ein Wandbild gestalten kannst. Viel Spaß beim Nachbasteln! Ja, und das war er wieder, unser Kindergottesdienst für heute. Und nächste Woche ist ein neuer Monat und wir starten ein neues Thema. Wie cool ist das denn, Patti? Was haben wir denn jetzt für ein Thema? Jetzt ist das Thema Gebet. Cool. Wir möchten uns damit beschäftigen, was bedeutet das eigentlich? Warum ist das eigentlich wichtig? Mhm. Will Gott überhaupt, dass wir beten? Was auch immer. Also wir gucken mal, was da so an Fragen kommt, ne? Ich glaube, die Kinder haben auch ganz viele Fragen. Meinst du? Ich glaube schon, oder, liebe Kinder? Ah, Lucien, das bringt mich auf eine Idee. Ihr könnt doch uns helfen, den Gottesdienst zu gestalten. Ja. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr über ein bestimmtes Thema reden möchtet oder ihr möchtet ein bestimmtes Lied singen zum Thema Gebet oder sagt, boah, das hat mich schon immer interessiert und keiner gibt mir darauf eine Antwort, dann schickt uns doch diese Fragen an info@gza-online.de und dann gucken wir, dass wir quasi den Gottesdienst gemeinsam mit euch gestalten und dass wir auf eure Fragen antworten. Das ist doch cool. Das ist eine coole Idee. Ja, schön. Gut, danke, dass du mich darauf gebracht hast. Ja. So, und jetzt wünschen wir euch noch einen richtig schönen Tag. Alles Gute und bleibt gesund. Tschüss. Genau, tschüss.